Neuer LTM nach 6 Jahren ist der Thanos LTM Endgame. Damals in Chapter 1, Season 8 war das, glaube ich, ist wieder back und diesmal als Dr. Doom. Wir haben die Gruppe der Helden, ne, mit 16 Helden gegen 16 Schurken, treten gegeneinander an. Die Schurken müssen diese Artefakte hier einsammeln, das hier gerade fröhlich vor sich her schwimmt. Ne, während die Helden alle möglichen Superhelden-Items haben. Und in alle möglichen Superhelden am Anfang zufällig ausgewählt werden. Dich kriege ich. Da, da ist er. Ne, man wird am Anfang als zufälliger Held ausgewählt und dann kriegt man entweder War Machine, Shuri, Captain America oder Iron Man. Alle möglichen Verwandlungen, ne? Und dann kriegt man auch die Items direkt und kann direkt loslegen. Es ist mega gaudi. Es geht mega ab. Gaudi benutzt auch bestimmt keine Sau heutzutage als Wort. Aber egal. Okay. Und der erste Doom ist da. Oh, das ging schnell, das ging schnell. So, lass das Artefakt in Ruhe. Und ich habe irgendwelche Aufgaben erledigt gerade. Was für Aufgaben erledige ich gerade da? Tag des Doom, ah! Es gibt Gratis-Items und Aufgaben, die man da erledigen kann. Mit Helden-Items, die 6 Artefakte sammeln und. Haben wir gerade schon eigentlich. Okay, haben wir. Okay. Die haben auch ein bisschen mehr HP, habe ich das Gefühl. Haben wir? Kill Nummer 5. Na, okay. Das war mein Run als War Machine. Was werde ich jetzt? Was werde ich jetzt? Pures Chaos. Ja, aber das ist das Geile. Ne, man respawnt ja trotzdem relativ schnell. Ich bin Captain America, okay. In meinen Augen der Schwächste von den allen. Genauso wie in den Filmen. Seien wir mal ehrlich, Captain America ist einfach nur ein Bodybuilder, der gerade ein bisschen Muckis gepuppt hat. Mehr kann er doch auch nicht. So super ist er nicht mal. Der hat nicht mal Amerika beschützt. Der lag im Eis. Ne? Toller Superheld. Oh, da ist Dr. Doom. Okay. Hammer. Okay. Mal die Heals nutzen. Oh oh. Der kam persönlich. Oh ja. Oh ja. Und er hat den besten Hintern Amerikas, genau. Aber die haben ja auch nicht Deutschland verglichen. Die Deutschen haben auch gute Hintern, Leute. Ich bin wieder War Machine. Okay. Wir können versuchen, mal Dr. Doom zu killen. Der ist gerade in seinem Laser dran, ne? Und das heißt, er ist verletzlich. Stan hat am besten Hinter von Deutschland. Sowieso. So. 42 Kills müssen wir noch machen. Jetzt bin ich wieder Captain America. Mann! Gib mir doch mal was anderes. Ich will nicht immer America sein. Ich wollte gerade mich verstecken. Junge, ist das ein Feuerwerk. Ah, ich bin endlich Iron Man. Iron Man aber ohne den Jetpack.
Ist ein bisschen lahm, muss ich sagen. Der kann nicht so schnell. Aber trotzdem, der Auto-Aim ist schon strong, ist schon geil. Kurzer Schluck, so geht's weiter. So, nicht immer. So. So, die Adas. Okay, 4 Artefakte haben die schon, ne? Wir müssen immer noch 30 Kills machen. Ganz wild. Ganz wild, ne? Einen habe ich. Dr. Doom ist down. Let's go. Jetzt können wir ein bisschen Damage machen und Kills machen vor allen Dingen. Nack. Gelasert. Okay, Bomblocket. Haben wir. Okay. 2 Artefakte müssen die noch sammeln. Da ist das nächste. Ich fliege direkt zum nächsten. Boost! Die neuen Schuhe von Iron Man sind auch geil, ne? Okay, da ist schon direkt ein... Nee! Was seid ihr für Superhelden, Alter? Ihr seid gar nicht so super. Der Doom-Handlanger denkt auch, Alter, das wäre competitive hier, ne? Guck mal, ein stinknormaler Handlanger, Alter, denkt, das wäre hier ranked oder sowas. Okay, ein Artefakt müssen wir noch aufhalten, aber puh. Okay, was? Ich bin jetzt Shuri, okay. Ich habe nichts gegen Captain America gesagt. Captain America ist besser. Shuri kann ja gar nichts. Shuri kann wirklich nichts, ne? Der ist ja eher stärker. Ich glaube, in dem Modus ist die eher wirklich stärker, sobald du Shuri bist. Dr. Doom down! Chillig. Okay, gleich kommt das nächste Artefakt. Können wir mal gucken, wo das droppt. Ich bin wieder Captain America. Da unten ist einer. Nice. Oh mein Gott, das ist der Fuck. Okay. Okay, Captain America Boost! Captain America Boost! Der Sieg ist nah. Die restlichen kommen gerade. Okay, da ist das Artefakt. Wir müssen noch 14 Kills machen, ohne dass sie das Ding einsammeln am besten. 66 auf 1. Weil da sind jetzt deren letzten Leben. So viel dazu. So viel dazu. Oh je, oh je. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Oh oh. Wir sind im Arsch. Einer down. Bin auch down. Das war's. Wir haben nur noch 6 Überlebende. 6 Superhelden, 11 Doombots. Das wird nichts. Wildhuhe ist hier unsere letzte Hoffnung. Der macht hier Competitive-Modus erstmal, ne, alles verbraucht, nur noch AR über. Aber der denkt, der macht bis zum Schluss hier. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Deine ganzen Mates sind tot. Deine gesamte Familie. Genauso wie im Film. Und du bist im Eis eingefroren hier auf deinem Türmchen. Sorry, Anders. Loi, sag ich dir fürs Herz und das Drachenei. Vielen lieben Dank. Ja, nur noch 2 Superhelden. Bringt es zu Ende. Bringt es zu Ende. Zappelt nicht. Du bist alleine, Wildhuhn. Dr. Doom hat gewonnen. Das Universum ist vernichtet. Keine gratis V-Bucks für alle. Sehr, sehr nice. Spielt es, probiert es aus, holt euch die gratis Items, Leute. Der neue Modus ist auf jeden Fall eine Saumenge Spaß hier. Defensiv als Held zu spielen ist echt nicht schlimm. Nee, vor allem gerade Türmchen bauen, ey.